Hallo ihr Lieben, ich zeige euch noch ein kleines Paketchen, was ich bekommen habe. Und zwar von der lieben Nanas kleine Bastelwelt hier bei YouTube. Und das möchte ich euch natürlich zeigen. Und zwar hat sie, glaube ich, muss so sein, ihre Twin-Marke aktualisiert, aussortiert, mal geguckt, was sie hat. Oder ist auf Pinsel umgestiegen. Pinselspitze, weil Action hat ja momentan Pinselspitzen ganz neu. Auf jeden Fall hat sie sich von Alkoholmarkern getrennt. Und ich habe vor Jahren mal die ganzen Spectrum Noirs gehabt und dann wieder verkauft. Dann habe ich mir von Action welche gekauft und wieder verkauft, weil ich bis dato nicht damit zurechtkam. Aber dadurch, dass ich es mit Buntstiften sehr gut kolorieren kann und Aquarell, war es sehr gut, genügend, habe ich mir gedacht, ich will unbedingt nochmal versuchen, mit Alkoholmarkern umzugehen. Und dann hat das sich halt perfekt getroffen. Und das finde ich hammermega geil. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Hammermega mäßig. Und zwar hat sie diese hier abgegeben. Da sind auch teilweise Pinselspitzen dabei. Diese Farben. Teilweise sind auch doppelte dabei, was ich hervorragend finde. Diese hier. Und ich finde die Schachteln so toll. Ich liebe diese Schachteln, weil die kann man, mache ich auch mal ein Tutorial zu, muss man aber eigentlich nicht. Die kann man hier so aneinander kleben und dann hat man Stifte-Organizer zum Hinstellen. Hammer, mega. Das hier ist ein ganz neues Paket. Ich glaube, das war das, was sie doppelt sich gekauft hatte. Und hat sie ja komplett neu abgegeben. Guckt euch das an. Wie geil. Wie hammermega-mäßig. Dann das hier. Ganz, ganz, ganz toll. Ah, ich finde das so geil. Ich freue mich so riesig, das mal wieder auszuprobieren und mal zu gucken, ob ich diesmal damit zurechtkomme. Und sie hat nur noch was Selbstgebasteltes dabei gelegt und hier zum Beispiel auch ihre Notizzettelchen. Guck mal, wie goldig. Ich liebe Diddle Maus. Und sie hat mir, wie gesagt, was Selbstgebasteltes dabei getan und das ist so geil. Es ist hier oben so eine Karte mit wunderschönen Stanzteilen und man kann das aber, das ist der Clou, man kann die so aufstellen. Guckt mal, wie goldig. Ist das nicht schön? Und das Hammer mega coole ist, hier, das sind noch Schubladen. Also das kommt hier auf meinen Schreibtisch für Stanzteile und Kleinigkeiten. Es ist so, so, so genial. Das ist wirklich wunderschön. Eine ganz, ganz tolle Idee. Die Schubladen, toll. Finde ich super. Also vielen lieben, 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 lieben Dank, meine Liebe. Hammer mega mäßig. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Es ist wirklich wunderschön und die Stifte sind natürlich der Hammer. Aber vielen Dank für deine Mühe, dass du dieses Selbstgebastelte dabei getan hast. Es ist wirklich wunderschön. So ihr Lieben, und weil das Video jetzt erst so kurz ist, zeige ich euch auch noch meinen Action-Einkauf, den ich bei meiner Nicole getätigt habe. Nicole geht für mich ja in den Action und besorgt mir da Sachen. Ich schreibe ihr das und das und sie guckt, ob es das gibt. Einmal Mr. Tom. Oh, ich liebe, liebe, liebe Mr. Tom. Ich bin da so süchtig nach. Ja. Was soll ich machen? Aber ich bin am Abnehmen. Ich bin das erste Mal seit 7 Jahren unter 110 Kilo. 107 aktuell. Ja, 107,9. Sagen wir mal ehrlich, 107,9. Aber es geht weiter. Oh, hier habe ich noch Sachen. Kurz, die möchte ich auch kurz zeigen. Aus dem Kick. Nee, aus dem Teddy. Servietten, die fand ich so cool, weil das so Watercolor-mäßig ist. Und hier ein wunderschönes Reh. Und die sind aus dem Penny. Ganz, ganz toll. Ah, super. So, und jetzt. Das ist auch von Nicole, weil sie hat bei Dieter ein Überraschungspaket bekommen und hat das dabei gehabt. Das ist in Halloween-Ausstandsform. Süß. Total genial. Finde ich toll. Und das finde ich auch immer süß. Ach, guckt mal, ganz bunte Lollis. Oh, toll, oder? Schmecken tun die wahrscheinlich nur noch Zucker, aber sie sind einfach wunderschön. Sie sind so wunderschön. Sie sind so wunderschön. Zucker für die Fette. Wird sich der Diabetes freuen, huch. So, jetzt geht's aber los. Ja, aus dem Dieter-Überraschungspaket hat sie mir auch das hier abgedrückt. Und so Moosgummiherzen.
Stickerschen. So, jetzt kommt was von Action. Ich hatte die in einem Überraschungspaket von der Sparina, von Carina, glaube ich. Sparina auf jeden Fall hier bei YouTube. Und die wollte ich unbedingt haben und ich wusste, dass die vom Action sind, weil ich das einfach gesehen habe. Ich kenne die Dinger und ich habe ihren Haul angeguckt und hatte die Bestätigung. Und die musste ich natürlich unbedingt haben. Bonbon-Filzteile. Dann hat sie mir noch Kleinigkeiten eingepackt. Und zwar hier so von diesem Make Your Own Schüttelcard, Shaker Card. So Zubehörzeug habe ich jetzt auch noch nicht näher reingeguckt, muss ich sagen. Deswegen mache ich es jetzt gerade, weil es mich interessiert. Und zwar hat sie mir hier die ganzen Plastikkügelchen reingetan. Also alles, was sie nicht brauchte, was aber ja kein Müll ist, was andere brauchen. Das sind so Plastikkügelchen. Dann haben wir hier Plastiksternchen, ne, Blümchen sogar. Die sind natürlich wieder toll für meine Nägelchen. Nochmal orangene. Oh, die sind auch toll. Goldene Schmetterlinge, die kommen auch auf den Nägel. Nochmal diese blauen Blüten und nochmal die Schmetterlinge. Und dann sind hier diese Folien bei. Oh, die sind aber milchig, ne? Die würde ich aber nicht für Shaker Cards verwenden, die sind ja milchig. Aber die werden Verwendung finden. Auch wenn man nur damit Aquarell rummanscht und das als Aquarellfolie benutzt. Wird Verwendung finden. So. Dann hat sie mir, die habe ich auch mal gekauft. Ach, hier ist noch ein Lolli dran. Überall sind Lollis. Die finde ich auch total schön. Die habe ich mir auch mal gekauft. Irisierende Geschenkbänder. Und passend dazu auch wieder mit Lolli. Passend dazu die glitzernden. Oh, die sind so schön. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Was ich nur an so Rollen blöd finde, wenn man mehrere Farben öffnet und eins abrollt, dann hat man alle wieder abgerollt. Muss man ein bisschen mit dem Handling aufpassen. Dann hier die Glitzerflocken, die irisierenden. Boah, da könnte ich mittlerweile drin baden, so viele habe ich. So geil, ich liebe die Sachen. Ich habe mal 2 Kilo davon gekauft. Ja, man hat's ja. Boah, ich muss auch übrigens, bald werde ich meinen ganzen Glitzer verkaufen. Ich habe 15 Kilo Glitzer, einen ganzen Schrank voll mit ganz großen Dosen und was weiß ich. Bald werde ich meinen Glitzer verkaufen, aber erstmal Glitzermischungen auch machen. Hier haben wir Glitzer-Washi, wunderschön. Das Silberne gefällt mir am besten. Hier Aalen finde ich auch total genial. Ich habe eine, aber die werden irgendwann ja auch stumpf. Kann man immer gebrauchen, finde ich hammermäßig geil. Vor allem, das ist eine große, weil ich habe nur so eine kleine. Ganz, ganz toll. Gerade wenn ich mit meinen Snaps arbeite, also mit diesen Plastikdruckknöpfen, braucht man die. Super genial. Dann hier ein wunderschönes Metallic Washi. Kleinigkeiten nennt sie das. Und jetzt kommt der Oberhammer, ne? Jetzt kommt der Oberhammer. Das hat sie sich, sagt sie, mal vor Jahren gekauft. Das ist hier, ich glaube, von Deiner Walkley, oder? Von Dilutions auf jeden Fall, glaube ich. Glaube ich auf jeden Fall. Die gleiche Designerin, die das hier gemacht hat. Und ich liebe es ja. Studio Light bei Marlene. Studio Light bei Marlene. Art bei Marlene. Ja. Diese Washi-Tapes. Ich finde sie so toll. Ich finde sie so toll, weil Regenbogenfarbverlauf, Aquarell, ulkig, hier nur mit Mündern. Das heißt, man kann den Mund ausschneiden, hier kann man die Augen ausschneiden, kann seine eigene Püppchen machen. Ich finde die der Oberburner. Hier Watercolor, hier hammermegamäßig. Also krass, krass, wirklich wunderschön. Ich liebe Marlene Design, also das Zeug. Ich habe davon auch Stamps. Warte, ich zeige es euch mal kurz. Davon gibt es ja noch so viel mehr. Ich habe hier zum Beispiel von der Art bei Marlene. Das ist die Marlene. Ich habe jetzt mal auch Collagepapier und die macht halt nur solche Designs, wisst ihr. Und das ist halt der pure Burner. Wenn ihr sowas kaufen wollt, ich mache gerade Werbung, Bastelwelt Schobes hat die. Bastelwelt Schobes hat davon sehr viel. Also zumindest
zumindest vor ein paar Monaten hatte er davon sehr viel. Ich war schon lange nicht mehr auf der Seite, aber ist wirklich ganz toll. So, dann haben wir hier, die hat das mir hier wieder in meine Tüten eingepackt, die ganzen Glitzer-Drops. Die sind blöd, also die sind halt nicht wie Nuvus, aber auch die Nuvu-Glitzer-Drops finde ich blöd, weil ich habe gerne vollflächige Enamel Dots. Aber zum Hintergründe machen, für Schabloniertechnik und, oder einfach nur, um etwas zu beglitzern, ganz, ganz toll. Da gibt es ja die Lilanen. Es gibt dann diese Goldtöne, Schwarz und Silber, Rot und Rosa. Und Grüntöne und Blautöne gibt es ja. 6 verschiedene. Die sind wirklich auch sehr breit. Kann man für vieles verwenden. So, dann. Das fand ich so geil. Das habe ich in Holz schon gesehen und habe gehofft, dass es wirklich so ist. In manchen Holz scheinen die holographisch und ich habe gehofft, dass sie holographisch sind. Und ja, sie sind tatsächlich holographisch, diese silbernen Gift-Tapes. Das ist aber wie Washi, auch vom Fühlen. Und es ist tatsächlich, es ist holographisch Silber. Der pure Hammer. Ja, 3x Silber. Die sind so toll. Und da sind 10 Meter drauf. Sie sind so toll und schön breit. 2,5 cm. Hammer-mega-mäßig. 3 silberne. 3 goldene. Die goldenen haben aber keinen Holo-Schimmer. Die goldenen sind einfach nur Gold. Dann dieses Roségold, das ist auch einfach nur Roségold. Oh, jetzt fällt der Turm schon um. Und 3x die Irisienten. Sind halt, ja, ihr kennt's, rot, rosa, grün, irisierend. So. Dann hat sie mir dieses Stickerbuch 2x besorgt, aber sie ist noch auf der Lauer nach mehr. sie macht nur immer den Karton voll und schickt den dann. Weil mein Action hat halt nichts. Beziehungsweise er hatte vor mehreren Monaten hatte er nichts und deswegen fahre ich da nicht hin, weil mein Mann mich immer hinfahren muss, weil ich mit dem Röllerchen da eine Stunde hinfahre und. Das ist ein Riesengeraffel und hinterher habe ich nichts und dann habe ich mich der Gefahr ausgesetzt und ich bin starker Risikopatient, mir ist das ein bisschen zu gefährlich. So, auf jeden Fall hier dein Stickerbogen, den habt ihr auch schon in anderen Holz gesehen, aber ich zeige ihn trotzdem, lustig, oder? Ich zeige ihn aber nur im Schnelldurchlauf und deswegen auch quer, sind halt niedliche, kindliche Tiere mit weißer Umrandung für ATCs, für Kinderkarten, für alle gemein, einfach mal zum Aufkleben. Hammer mega mäßig. Und auch immer so viele. Ich finde das so, so goldig. Also da schmilzt echt mein Herzlein. Mein Mann sitzt gerade unten und denkt sich bestimmt, die dumme Sau, was hat die da schon wieder? Aber so ist das. So, und der hier ist ja bezaubert, den habe ich bis jetzt einmal. Und oh, der ist so toll. Diese Holo-Seiten gefallen mir noch nicht mal so gut, muss ich sagen. Ne? Also nicht nur, weil es Holo ist, ist toll. Das so nicht. Dam, da, dam, dam, dam. Oh, der Vogel. Das Häschen. Die Maus. Oh, die Maus. Der Hase. Ganz, ganz goldig. Die haben dann halt den gelben Rand. Also immer so wie der Hintergrund ist es dann auch der Rand. Oh, der Hase. Das nervt ein bisschen, dass die keinen weißen Rand haben oder so. Aber ja, dann passt man das Papier halt einfach ein bisschen an und fertig. Der Fuchsi. Da sind echt auch viele Seiten, ne? Das ist echt, echt krass. Goldig, ne? Goldig.
Das wäre der schöne Vogel gewesen. Kommt ja nicht gleich nochmal die Maus? Ich habe in Erinnerung, gleich kommt nochmal die Maus. Gott, was sind da viele Bögen drin? Da, schön. Da ist die Maus, aber die ist nicht so schön. Die hat Blümchen oder so in der Hand. Der Hasi, da ist Mäuschen. Oh, goldig. Ich liebe Mäuse und Ratten und Hamster. Ja, das war's. Zap, zap. So, und dann... Oh, Heidewitzka. Dann gab es bei ihr die neuen Lux-Paper-Plöcke. Und die zeige ich euch natürlich auch. Das sind die ganz aktuellen. Der ist hässlich, aber ich brauchte ihn einmal einfach nur mal, um zu gucken, was da so drin ist. Aber ich werde ja auch mal ordentlich aussortieren, weil ich bastel ja jetzt auch schon seit 8-9 Jahren. Und natürlich sammelt sich da einiges an. Oder man hat halt den Geschmack auch verändert. Und ja... Es hat nichts damit zu tun, dass ich... Also klar, ich war mal kaufsüchtig. Ich kaufe auch immer noch recht viel, ganz klar, sicher. Aber es hat einfach damit zu tun, man hat halt einfach einen anderen Geschmack. Und das, was man früher mal toll fand, findet man vielleicht heute nicht mehr toll. Und das raubt mir Platz, das raubt mir Nerven. Und deswegen muss ich da einiges mal von loswerden. Und ich finde auch, kein Mensch hat sich zu rechtfertigen, warum und wie viel er kauft. Soll jedem Menschen auch selbst überlassen sein. Man kann sich ja insgeheim selbst die Frage stellen, aber man muss Leute nicht irgendwie beleidigen oder angreifen oder so. Die Leute, die viel kaufen, die wissen meist, dass sie viel kaufen. Und ja, ist auch egal. So. Ja, der ist wirklich hässlich. Aber... Ich hatte vorher noch keine Bilder gesehen und bevor ich was Schönes verpasse, habe ich gesagt, komm, bring mir bitte alle mit einmal. Und auch erstmal nur einmal. Den hier finde ich wunderschön. Weil, ja, weil es heißt wunderschön. Er ist schön. Doch, er ist wunderschön. Ich habe es mir gerade anders überlegt. Ja, hier haben wir wieder Vellum-Seiten. Hier haben wir das Dickerchen. Er ist so Tiki-Taka-Land. Er ist wirklich Hawaii-mäßig. Er ist wirklich wunderschön. Ihr könnt ja auch vorspulen, wenn ihr hier das Papierzeug nicht sehen wollt. Aber der ist wunderschön. Den würde ich mir auf jeden Fall noch ein zweites und ein drittes Mal anschaffen. Also zweimal würde ich den auf jeden Fall noch nehmen. Ja, also Nicole, du siehst das eh zweimal, bitte. Ha, Hawaii zweimal. Ja, es hat auch nichts damit zu tun, wenn ihr euch jetzt denkt, oh, du sagst immer deiner Nicole, die soll Sachen holen. Nicole ist ab und zu schon mal im Action und guckt dann für mich. Es ist nicht so, dass das mein Laufbursche ist und mein Bimbo, um Gottes Willen. Aber ja, so ist das. Guckt mal, der ist auch wunderschön. Den würde ich auch noch zweimal nehmen. Also Nicole, bitte diesen Gartenzwergblock auch noch zweimal. Der ist wunderschön. Ich liebe diese Designs. Wunderschön. Och ja, das ist auch mal ganz goldig, obwohl der hässlich ist, der Löwe. Mal wieder, was der für ein Gesicht hat. Ihh, naja. Da benutzt man halt das eine Blatt nicht. Sehr schön, wirklich sehr schön. Was mir auch gerade an dem Hawaii-Block gefällt, sind hier diese ganzen Die-Cuts, dieses bunte, dieses kindliche, finde ich ganz schön. Obwohl, der Garten, ich hasse Gartenzwerge, aber die sind recht goldig. Nee, okay, den Hawaii bitte noch zweimal, hit den hier nur noch einmal. Hab ich mir gerade anders überlegt. Der ist schön, aber nicht so schön wie der Hawaii. Also der Hawaii, auf jeden Fall, den würde ich noch zweimal nehmen. Und hier haben wir jetzt den Lavendelblock. Wie heißt der? For You heißt der. Hier steht immer der Name von den Blöcken oder meist. Der ist halt so Vintage-Lavendel-mäßig. Das Papier ist wiederum sehr schön. Hier haben wir so ein bisschen Holzoptik. Ein bisschen Farbverlauf lila. Lila. Dreifach L. Lila. Ja, den hier auch noch einmal.
den auch noch einmal, aber nur einmal, weil da gefällt es mir, dass der so blumig ist. Boah, das hier werde ich sofort im Müll werfen. Ich hasse Engel. Also ich mag Engel, aber nicht solche dicken, nackten Kinderengel. Barockengel. Ja doch, den hier auch bitte noch einmal. Der ist auch relativ hübsch, kann man was mit anfangen. Lila. Ja, sehr, sehr, sehr geil. So, aber der Hawaii-Block ist schon sehr schön, ne? Der Hawaii-Block, der ist toll. So, dann ebenfalls etwas aus Dieters Überraschungspaketen. Und zwar dieses Paperpad von Craftsmith. Wunderschönes Papier. Mit diesen silbernen Folien. Mit der silbernen Folierung. Ein ganz, ganz wunderschöner Block. Und nicht nur weihnachtlich. Wunderschön. Es gibt ja so tolle Sachen. Also wenn ich zum Beispiel nähen noch anfangen würde, boah, ich müsste mir ein eigenes Reihenhaus mieten, aber sowas von. Es gibt ja so schöne Sachen. Und ich bräuchte einen Millionär. Das wäre auch noch was. So, dann diesen hier auch von Craftsmith. Und der ist ja auch so toll, ne? Guckt mal. Der ist so toll. Also ich glaube, ich bastel jetzt die nächsten Tage tatsächlich einfach mal ein paar Winterkarten. Ich blätter jetzt nur mal schnell durch, ihr lieben Leute. Das war's. So, dann hat sie mir noch einzelne Bögen beigelegt. Das kennt ihr alle. Das gibt es ja auch mit Tierpfoten und was weiß ich. Ich weiß nie, was ich damit mache. Aber hier der Nikolaus ist zum Beispiel toll. Die Farbe an für sich ist auch toll. Schauen wir mal. Ich lege den mal gerade mit hier in den Block rein. Dann hat sie sich hiervon getrennt. Und zwar sind das Daily-Kalender. Die sind ganz, ganz toll. Das hier finde ich so schön. Das ist hier so für Traveler-Notebooks halt. Und so sieht's aus. Da kann man oben dann selbst den Tag reinschreiben. Irgendwelche Ziele, To-Dos oder so. Auf der anderen Seite kann man vielleicht noch Bildchen malen oder dekorieren. Monat, also so ein Monatkalender für so Traveler-Notebooks, glaube ich. Und ja, das ist halt einmal dieses Design und einmal dieses Design. Hammer, mega mäßig, wunderschön. Obwohl sie hier das hätte behalten können. Das ist nämlich, hier habe ich schon gedacht, Meet the Mouse und das hier ist ja Disney. Aber ich sag, Nicole, wenn du die wieder haben willst, zumindest hier das, sag Bescheid. Das Gepunktete bleibt bei mir auf jeden Fall. So, dann hat sie mir hier noch, packe ich jetzt nicht aus, von Marianne Design ist das, glaube ich, Halloween-Papier. Mehrere Bögen. Dann auch von Dieter, wir sind jetzt immer noch kurz von Dieter, das hatte sie auch im Überraschungspaket, kann sie nicht gebrauchen. Und guckt euch mal diese wunderschönen Sticker an, davon habe ich auch die Cardboards und das ist halt so das Hochzeitsthema und ich finde die Farben so wunderschön und der fühlt sich auch in der Hand so wertig an, dieser Bogen. Und hier den hier. Oh, ich finde diese Edition auch toll. Mal meins Ei. Blasthoff, egal. Ja. Sehr, sehr schön. Davon habe ich, glaube ich, auch Die-Cuts. Ich weiß es nicht. So, jetzt kommen wir wieder zum Action. Und zwar hat sie meine Lieblingssticker von, das sind aber die alten Lieblingssticker nochmal bekommen. Diese hier. Die sind ja so goldig, ne? Die sind so toll. Die hat sie nochmal bekommen, dreimal. Die hier, das sind jetzt die ganz neuen. Und oh, er ist so schön. Er ist so schön. Den hat sie mir einfach eingepackt, weil sie dachte, er gefällt mir. Und ja, er ist auch wirklich ganz bezaubernd. Ganz bezaubernd, aber hier der hier, den hat sie zweimal, den würde ich auch durchaus noch 5, 6, 7, 8 Mal mehr nehmen. Daher hat sie mir auch wieder total angetan. Und zwar guckt mal diese ganzen Tierchen an, wie goldig diese Tierchen sind. Oh, mit Tierchen kannst du mich ja echt so locken. Wenn hier so ein Entführer wäre, der sagt, ich hätte hier 50 Hamsterchen in meinem Kofferraum, ich würde mitkommen. Guckt mal. Oh, toll. Ist der nicht wunderschön? Er ist herzallerliebst. Da weiß man gar nicht, was man am schönsten findet. Er ist
Traumhaft. Hier ist noch was aus dem Dieter-Paket. Ich muss schnell wechseln, weil sonst verliere ich mich in diesem Stickerbogen. Das ist von Hunky Dory. Und das mag sie nicht wegen Goldrand. Ich finde das hammermäßig. Das ist so süß. Das sieht ein bisschen aus wie Doodlebug. Da hat man halt diesen 3D, also einen Bogen, 300 Gramm folierte Dike-Topper, also Dike-Ausstanzungen. Dann hat man einen 350 Gramm Bogen folierten Cardstock und einen 350 Gramm Cardstock einfach nur so. Genau, also hier unten sieht man nochmal, was drin ist. Dann haben wir das gleiche mit Katzen. Guckt mal. Eigentlich mag ich auch so das kitschiges Katzenzeug nicht, aber es sind Katzen. Da ist dasselbe drin, so ein Die-Cut und zwei Cardstocks. Dann haben wir das gleiche hier mit Hund und Katz. Ja, so kitsch stehe ich eigentlich auch total nicht, aber es sind Tiere. Und ich kenne viele, die auf sowas abfahren und für die kann man dann was machen. Und das hier ist ein bisschen anders. Da sind viermal 350 Gramm Ausstanzungen und Umschläge. Und einmal 350 Gramm Notelet Box Sheet. Ja, da kannst du so Boxen wohl rausmachen. Ja, Boxen. Boxen um Umschläge. Hier hat man dann die Umschläge. Hammermäßig. Hammergeil. Dann hat sie mein Lieblings Lux Paper Block nochmal bekommen. Das ist ja auch der alte. Der alte. Schon der wunderschöne. Der ist der Burner. Der Burner. Dieser Block. Hammermäßig. Und noch zu guter Letzt noch die alten Blöcke, die ich so toll fand. Und zwar, das war ja hier der Floral Vintage. Vintage, keine Ahnung, eigentlich Age, ne, für Alter, egal. Und den fand ich ja so toll, deswegen musste der noch ein zweites Mal einziehen. Aber auch nur ein zweites Mal, ein drittes, viertes Mal brauche ich den nicht. Aber ich mag dieses Pink total gern. Und der hier musste auch noch mal einziehen, weil der Türkis Mint hammermäßig, das ist der Soft Vintage. Vintage, keine Ahnung. Wunderschön. Wunderschön. Ja, und dann bin ich mal gespannt, was so in dem nächsten Paket drin ist. Was so bei ihrem Action abgeht. Und das war es. Jetzt räume ich alles fröhlich weg. Begnüge mich mit meinen Sachen. Aber wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Also bis dahin, haltet die Ohren steif, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis dann. Tschüss.